Ausgerechnet das Grippevirus gehört zu einer Familie von Viren, die sich in Eiern ganz besonders gut heranzüchten lassen. Und deswegen verwendet man die da bis heute. Was für Eier? Bodenhaltung, Freilandhaltung, das gibt wahrscheinlich der Gesetzgeber vor. Rohe Eier, nehme ich an. Natürlich roh. Um den Grippeimpfstoff herzustellen, braucht man jedes Jahr weltweit in etwa 500 Millionen Eier. 500 Millionen Eier? Wäre es ein Banküberfall, dann wäre es jetzt schon ein Erfolg. Das ist eine gewaltige Menge. Muss man da nur die besten Eier nehmen oder kann man, damit man auf die Zahl kommt, auch schon die nehmen, wo auf der Packung schon -50% biegt? Nein, da gelten natürlich die höchsten Standards. Sie müssen vollkommen keimfrei sein und es muss sich wirklich ein kleiner Embryo in diesen Eiern befinden. Das ist fast ein Glück, weil ein großer würde wahrscheinlich gar nicht reingehen, oder? Ich brauche Zellen und die sind nicht im unbebrüteten Ei. Sicher, da habe ich Dotter und Klar, aber die bestehen ja für sich genommen nicht aus Zellen. Das sind mehr so Nährstoffreservoirte. Nährstoff was? Reservoirte. Ist das französisch, die Reservoirte? Die sieht man noch einmal. Wie würden Sie sagen? Reservate? Ja, kann man Reservoir auch. Alles ist beides richtig. Hauptsache, es sind Nährstoffe drin. Nährstoffe sind drin. Eier, so wie wir sie kennen, sind eigentlich nur die Jause für ein Embryo. Kann man sagen, ja. Die Reservoirte? Die sind für die Nährstoffversorgung zuständig. Da kann ich jetzt aber deswegen kein Virus heranzüchten. Dafür brauche ich einen Embryo. Mhm. Wobei man da nicht den Embryo direkt infiziert in der Regel, sondern seine Anhangsorgane. Aber sind Eier nicht eh Anhangsorgane? Nein, nicht beim Huhn. Also im Prinzip nimmt man einfach die Grippeviren, die spritzt man dann mit einer Spritze ins Ei hinein und dann stöpselt man zu und wartet. Eier, Spritzen, Stöpseln, wenn Sie jetzt erst zugeschaltet haben, es geht um Wissenschaft.